Yay. Lasst mich raten. Ihr fragt euch, was das Lächeln meiner Freunde nach dem Massaker von Grabstadt zu bedeuten hatte. Wir landen auf einer Insel und Dorn muss mit Geschichten anfragen. Ja, eure Geschichte hat mein Interesse geweckt. Ich frage mich, was nötig ist, um ein Monster wie euch zu verletzen. Nehmen wir die 1. Anstatt die Niedergestreckten endgültig zum Schweigen zu bringen, richteten meine Gefährten ihre Waffen gegen mich. Wir brauchen einen Sündenbock, sagte Simeon zu mir. Und wir sind alle der Meinung, dass ihr diese Rolle spielen solltet. Warum ihr? Jeden von ihnen hätte ich niedermachen können. Aber gemeinsam haben sie mich durch Magie und zahlenmäßige Überlegenheit besiegt. Sie ließen mich bewusstlos unter den Leichen zurück. Erst als ich im Luskaner Kerker auf meine Hinrichtung wartete, erkannte ich Simeons Plan. Wenn der Landadel glaubte, sie hätten den Anführer unserer Gruppe gefangen, würden sie die anderen nicht länger verfolgen. Sie ließen mich zurück, damit ich die Bürde als Schlechter von Grabstadt ganz allein trage. Mein tiefer Hass entstand an jenem Tag. Ich habe ihnen allen Rache geschworen. Einen ganzen Monat verbrachte ich in dieser Finsternis und hörte nichts anderes als das Gefiepe von Ratten und die Beschimpfungen der Wachen. Ihr Hass nährte nur den meinen. Wie seid ihr entkommen? Schweigt! Ihr wolltet diese Geschichte hören. Sie zu erzählen, ruft den Zorn jener Tage erneut in mir hervor, also unterbrecht mich nicht. Hört gut zu, denn den Rest werde ich nur ein einziges Mal erzählen. Mein Hass auf Simeon und die anderen war stark. So stark, dass er sogar außerhalb unserer Welt gespürt wurde. Eine grausame und mächtige Wesenheit ging auf meinen Rachedurst ein. Diese fremdartige Wesenheit bot mir einen Pakt an. Im Gegenzug für die Kraft, meine Fesseln zu sprengen und Rache an meinen Feinden üben zu können, sollte ich ihr Streiter im Reich der Sterblichen werden. Die Seelen derjenigen, die ich tötete, würden ihren Hunger stillen. Ihr würdet euch auf einen Pakt mit einem Wesen von jenseits unserer Welt einlassen. Ihr wandelt auf einem schmalen, gradfinsterer Streiter. Das finde ich spannend. Wäre euer Erscheinungsbild nicht so, könnte ich mir vorstellen, dass Frauen eure Gunst suchten, statt sich erschrocken abzuwenden. Habt ihr etwas gegen Halborks, Drow? Vielleicht sollten wir euch durch Baldurs Tor tragen und sehen, welche Reaktion euer Erscheinungsbild hervorruft. Wie nett. Die ignoranten Oberflächenbewohner mögen zwar mein Volk verachten, aber insgeheim gelüstet es sie nach mir. Vielleicht tröstet euch das darüber hinweg, wenn sie euch am Pfahl verbrennen. So ist es, wenn einen andere aufgrund von Äußerlichkeiten beurteilen. Ja. So habe ich das noch nie gesehen. Trotz unserer Unterschiede haben wir wohl beide unter Vorurteilen gelitten. Als ich den Pakt besiegelt hatte, war der nächste Schritt, meine Wärter leiden zu lassen. Während meiner Flucht schlachtete ich alle ab, die sich mir in den Weg stellten. Für einige der besonders brutalen Wachen habe ich mir etwas mehr Zeit genommen. Das Geflüster meines Herrn aus der jenseitigen Welt hat mich zu euch geführt. Er sieht große Ereignisse auf uns zukommen, wenn wir weiterhin Seite an Seite kämpfen. Also gut. Dunkle Vergangenheit. Dorn ist in der Tat ein finsterer Streiter, denn er ist einen Pakt mit einer Art Dämon eingegangen. Er mag seine gewalttätigen Neigungen in meiner Gegenwart im Zaum halten, aber ganz egal, wie gut der Draht zwischen uns sein mag, ich muss in Betracht ziehen, dass er sich letztendlich gegen mich wenden wird. Hoffentlich nicht zu früh. Soliana. Nur hi. Zu fragen. Ihr seid neu. Ihr riecht anders. Hallo, du riechst sonderbar. Bist du geschwommen hierher? Lass mich, Kind. Ich habe keine Zeit, mit dir zu sprechen. Hallo, Kind. Du bist sehr mutig, mit Fremden zu sprechen, die am Strand angespült wurden.
Was, wenn wir eine Gefahr sind? Ja, Kim, wir sind geschwommen. Unser Schiff ist gesunken. Wir brauchen Schutz. Nehmen wir mal die zwei. Quatsch, du nicht gefährlich. Du nur strandgut und ganz durchnässend verletzt. Du von draußen, aber vielleicht du wirst dazugehören, wenn du nett bist. Und dann werde ich versuchen, nett zu sein. Wer lebt hier? Du bist hier nicht allein, oder? Ich bin sicher, dass es hier nichts gibt, wo ich dazugehören will. Ich werde so bald wie möglich wieder gehen. Oh, du bist gemein. Das Dorf wird nicht mögen, wenn du dich benimmst so. Sie werden sowieso nicht vertrauen, weil du nicht gehörst dazu. Sei ein bisschen netter, in Ordnung. Tut mir leid, Kleine. Nee, sagen wir nicht. Ich werde später mit dir sprechen. Im Moment muss ich meine Gedanken sammeln. Ich werde es so handeln, wie ich es für richtig halte. Wenn dir das nicht gefällt, dann geh weiter. Nehmen wir mal das zweite. Vielleicht helfe ich bei der Suche. Nein, du sprichst komisch, so wie Mama manchmal. Gut, ich warte einen Moment. Geht es dir jetzt besser? Ich muss bald gehen. Ich würde gerne länger mit dir sprechen. Wie kommt es, dass du hier lebst? Mami sagt, die Urgroßmutter kam hier auf einem Schiffhaus an wie deins. Dann irgendwas ist passiert und sie mussten schwimmen, sonst die Fische sie erwischt. Das Schiffhaus ist hier irgendwo, glaube ich. Wir dürfen da nicht hingehen. Du scheinst dich besonders erschrocken, mich zu sehen. Wie oft kommen Fremde hierher? Sehr interessant. Ich muss gehen. Doch vielleicht treffen wir uns später wieder. Ich habe keine Lust mehr, deine Stimme zu hören. Geh weiter. Wie oft kommen Fremde hierher? Nicht sehr oft und sie nicht immer wollen Freunde werden. Das jedenfalls sagt Mama, aber ich noch nie jemanden gesehen habe, der nicht dazugehört. Bis ich getroffen habe, dich. Du immer noch komisch riechst, aber du jagst mir keinen Schrecken ein, nicht wie die Bestien. Die Bestien? Wovon sprichst du? Die Bestien wirklich furchteinflößend sind. Manchmal sie sehen aus wie wir, aber dann ändern sie ihre Gestalt und werden gemein. Mami sagt sie nichts als Tiere, aber die anderen Tiere uns nicht so sehr hassen. Vielleicht du wirst uns helfen? Vielleicht, aber ich sollte deine Leute treffen und herausfinden, was hier vor sich geht. Vielleicht werde ich das tun, wenn für mich dabei etwas herausspringt. Unwahrscheinlich, ich riskiere doch meinen Kopf nicht für Fremde. Nehmen wir mal die zwei. Vielleicht könnte Mama euch was geben, aber du besser sprichst mit Kaischas. Sie ist die Anführerin, während der Anführer ist fort. Ich weiß nicht, wohin er ist. Also sprich mit Kaischas. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Es muss hier auf der Insel eine Siedlung geben, denn ich habe ein Kind getroffen, das viel zu jung ist, um mal alleine hierher gekommen zu sein. Mhm. Mysteriöse Insel, ja. Und das war der einsame Gelehrte. Also ja, wir sind hier auf einer Möchtegern-Sandbank. Hier sind auf jeden Fall viele, viele Bürger. Also wir sind nicht alleine. Mal sehen, was haben die Bürger zu sagen. Anders. Ihr müsst auch seine Schiffsbrüchige sehen, Leute. Bitte geht und spricht mit Kaischas Garn. Ich rieche, ja, bitte sprecht mit. Ja, bitte sprecht mit Kaischas Garn. Ich rieche Außenseiter. Mhm. Ihr seid nicht wie wir. So, hier sind irgendwelche Hütten. Ihr braucht nur zu fragen. Heil- und Explosionstrank, wobei der Heiltrank wieder vergammelt ist. Nur zu fragen. Also ja, die bauen ihre Lager auf Stelzen. Ihr einige braucht nur zu fragen. Vertrauen, solche wie ich. Oh, ein Brandöl, wie toll. Wie ihr wünscht.
Also ja, Baldurans Insel, so heißt sie auch, wie ihr wünscht. Ist nicht unbedingt klein. Ja, wie ihr wünscht. Also im Gegensatz zur Labyrinthinsel. Oh, Heiltränke. Oh, Perlen. Und ein Feuerriesenstärketrank. Und leer. Ja, ich möchte gerne splitten. Trank. Brandöl, das können wir verkaufen. Das ist die Seekarte. Ach so, sie trägt das ganze Brandöl mit sich rum. Sehe ich auch gerade erst. Und wir können das da. Trank der Feuerriesenstärke und ein Regenerationstrank. Wo ist mein Trank der Steinform? Wobei erstmal Abwehrtränke. Nera hat ja nur eine Rüstungsklasse von 6, gell? Mhm. Gut. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Gehen wir mal in die Richtung weiter. Machen wir mal ein Quicksave zwischendurch. So, hier sind wir in der anderen Ecke der Insel angekommen. Sie haben auf jeden Fall Boote. Und jede Menge Häuser auf Stelzen und auch Lager auf Stelzen. Was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr seid anders. Ihr gehört nicht dazu. Bitte, ich darf nicht sprechen mit euch. Ihr müsst mit der Anführerin sprechen. Ja, mein Schatten, mit Vergnügen. Worum geht, wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wir haben zum Glück keine Probleme, wenn ich vor ihrer Nase Zeug klaue. Das sieht auf jeden Fall aus wie eine Fischerhütte. Vom Festland, ihr seid, hätte nie gedacht, dass ich noch hier nochmal erlebe, dass Kesha wird euch sehen wollen. Kommt wieder und macht einem alten Mann eine Freude, wenn ihr fertig seid bei Anführerin. Für euch, wenn das euer Wunsch ist. Oh, noch mehr Perlen. Noch mehr Edelsteine. Und leer. Ja? Ihr braucht nur zu... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Farting und Ewald geistern hier rum.